Guten Morgen ohne Sorgen. Oh Gott. Herzlich willkommen zu diesem Weekly Vlog. Eine ausgesprochen aufregende Woche in meinem Leben. Keine Ahnung, nicht sie. Ich weiß zwar, was morgen passiert, aber der Rest der Woche bleibt ziemlich spannend, also stay tuned. Ich hocke heute vor euch unglaublich toll gestylt und wundert euch nicht. Ich habe meine Haare gerade extra richtig so einfetten lassen und ich würde euch ja gern sagen können, dass das jetzt eine Woche lang so war und deswegen sind sie jetzt so fettig. Nee, das sind 1,5 Tage nicht wasch. Oh Gott, ich glaube, ohne Schmarrn, das kippen wahrscheinlich am Vorgrund vom Stuhl und so. Oh mein Gott. Ja, ich bin einer von diesen Menschen, die ihre Haare täglich waschen. Ja, das kann man erzählen, wie man will, ja. Es ist halt so, ich probiere mich gerade zu verteidigen, als ob ich sonst irgendwas verbrochen hätte, aber es ist tatsächlich so, dass ich ja durchs Tanzen, was ich ja schon die letzten Jahrzehnte meines Lebens mache, verstehst, dass du so viel trainierst pro Tag und ständig schwitzt wie Sau. Duschst du dich natürlich täglich, manchmal sogar mehrmals täglich, je nachdem wie deine Proben gelegt sind, weil du ja frisch sein willst für deine späteren Kollegen, was, wenn du eine größere Pause hast oder einen Ortswechsel hast oder keine Ahnung was. Und da ich unglaublich viel am Kopf schwitze, also einfach vom Sport machen, habe ich dann natürlich ja immer gleich mal meine Haare mitgewaschen. Und dementsprechend bin ich da in so einen Strudel der Verdammnis reingekommen. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich meine Haare jeden Tag waschen muss. Und ich habe mir zwar überlegt, ob ich jetzt hier so in der Ausgangssperre, also jetzt ist keine Ausgangssperre mehr, aber ich dachte in der Ausgangssperre, ich könnte das eigentlich mal probieren, dass ich so meine Haare so richtig entfetten lasse, so detoxing for my hair. Aber dann habe ich mir doch gedacht, ja, ich muss ja doch YouTube-Videos filmen und das kann ein bisschen reidig werden. Ne? Also habe ich es dann lassen. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind 1,5 Tage meine Haare nicht waschen und man sieht, jetzt ist es. Oh ja, lecker, lecker, lecker. Also es ist wirklich, es sind so schon Strähnen gebildet und so. Also ich bin immer so schockiert, wenn Leute sagen, ja, ich wasche meine Haare einmal die Woche. Und ich denke mir nur, auf jeden Fall habe ich sie jetzt schön einfetten lassen, weil ich mir heute die Haare färben will. Oh ja, die sind nicht echt. It's fake, I'm sorry. Ja, obviously sind die fake. Die sind schon sehr lang so, aber ich habe mir gedacht, während ich so meine Haare färbe, blende ich einmal ein paar Bilder von meinen Haar. Blende ich euch mal ein paar Bilder von meinen verschiedensten Frisuren ein in den letzten Jahren. Denn diejenigen, die mir noch näher auf Instagram folgen, die wissen wahrscheinlich nicht, dass ich ja während meinem Studium, also während meinem Tanzstudium, wo man ja eigentlich sich immer so eine Ballerina mit Ballettknoten vorstellt, hatte ich so kurze Haare. Weil ich damals unbedingt Revoluzzer sein wollte und so und haben mir die Haare abrasiert quasi. Also nicht ich, der Friseur. Ja, und seitdem wachsen, also seit meinem Abschluss wachsen sie eigentlich, ja. Also von dem her konnte ich ja meine Haarlänge immer sehen, wie lang mein Studium ist. Und ja, und dementsprechend mit kurzen Haaren kannst du ja alles mögliche rumfärben, ja. Das ist ja alles nicht so tragisch. Und dementsprechend bin ich dann auf dieses sehr helle Blond gekommen und dann war es irgendwie mein Markenzeichen und jetzt ist es blond und ich mag es sehr gerne, aber ich muss halt immer den scheiß Ansatz nachfärben. Und ja, der ist schon ziemlich dunkel, aber ich bin nicht brünett, wie man vielleicht an meinen Augenbrauen sehen kann, weil die sind nämlich auch gefärbt. Oh mein Gott, das ist alles falsch an mir. Ich hasse es, wenn ich in den Spiegel schaue beim Tanzen und meine Augenbrauen sind nicht existent. Aber ich will sie mir auch nicht schminken müssen oder nachmalen, weil ich eben so viel schwitze in meinem Job und das rinnt mir dann alles runter. Also ich trage überhaupt kein Make-up bei den Proben oder sowas. Auf jeden Fall sind meine Augenbrauen gefärbt und meine Haare und meine Naturhaarfarbe ist irgendwas dazwischen. Okay. Und es mag vielleicht manche Menschen schockieren, aber ich färbe mir meine Haare schon Ewigkeiten selber. Also auch schon vor Corona und auch nicht. Und das werde ich auch nach Corona weitermachen. Weil eben als Student hast du ja auch nicht so viel Kohle und ja, das hätte ich mir einfach nicht so leisten können auf die Masse, wie ich es gebraucht hätte. Und jetzt bin ich schon so used to it, dass ich es eh immer selber mache. Meine Mutter ist ja Friseurmeisterin, das wissen vielleicht ein paar von euch schon. Und die hat mir dann dementsprechend die Produkte immer mitgegeben, weil dann, also das sind keine Drogerieprodukte, sondern das sind Friseurhandelsprodukte. Genau, also der Risk, dass mir dann die Haare ausfallen, ist
bedeutend geringer, nehme ich mal an. Also, es ist was anderes auf der Flasche, wie drin ist, aber das ist mein Wasserstoff von meiner Mom. Und das werde ich jetzt in diesem wunderschönen Dings zusammenmixen mit diesem Pinsel. Ich meine, das schaut doch highly professional aus. Und, Ja, so schaut das jetzt aus. Also ich tue die Farbe mit dem Wasserstoff vermixen und ja, ich messe das inzwischen nicht mehr ab. Oh Gott, Triggerwarnung an alle Friseure. Aber prinzipiell weiß ich inzwischen schon, was so funktioniert für meine Haare, also welcher Amount. Das wird dann emulgiert oder irgendwas anderes Schönes, Chemisches. Und ich tue das jetzt vermixen, bis das so eine tolle, homogene Masse wird. Und dann geht's los! So, und jetzt tue ich mein Setup aufstellen. Das wird noch sehr amüsant, das wird schon noch sehen, weil ich habe hier meinen Spiegel, aber den ganzen Hinterkopf sehe ich ja nicht. Deswegen mache ich das folgendermaßen. Ich habe hier meinen tollen Sessel, da wo eigentlich meine kleine Puppe draufsteht, die natürlich keinen Ständer hat, deshalb muss sie... Deswegen muss sie auf diesen tollen Stuhl thronen und den stelle ich jetzt hier hin. Und dann habe ich meinen Kosmetikspiegel und den stelle ich da drauf und ich färbe quasi meine Haare in den Spiegel rein und sehe quasi dadurch den anderen Spiegel und mich von hinten. Jedenfalls teile ich das jetzt folgendermaßen auf. Ich greife mir hier hinter die Ohren, gehe so nach oben, mache da quasi so einen Halbmond. Genau, und ich fange jetzt von hier an und arbeite mich nach unten, weil die Haare hier sind quasi am wenigsten geschädigt und dementsprechend ist für die das nicht so tragisch, wenn sie ein bisschen länger einwirken wie die vorderen Haare. Und da ich ja Kopfprofi bin, brauche ich dementsprechend lang und dass die ersten Haare, die ich quasi eingestrichen habe, nicht ausfallen oder abbrechen oder keine Ahnung was, mache ich das immer so. Und nochmal Kaffee und dann geht's los. So, ich tue jetzt einfach den ganzen Ansatz einpinseln und wenn ich eine Reihe quasi fertig habe, trenne ich den nächsten Part ab, lege es mir über vorne drüber und tue die nächste Reihe oben und unten einpinseln. So stelle ich quasi sicher, dass wirklich jedes Haar erwischt ist und dass es gleichmäßig verteilt ist, einfach indem ich mich so in Sektionen quasi fortbewege und das mache ich am ganzen Hinterkopf, bis ich komplett durch bin. So, ich habe jetzt den ganzen hinteren Part fertig und das einmal ein bisschen durchgezogen mit dem Kamm. Und jetzt mache ich den vorderen Part, eben weil die Haare am meisten geschädigt sind und dementsprechend das letzte Stroh kümmern. Und dafür kämme ich das jetzt nochmal durch und werde dann einen Mittelscheitel machen und mich von der Mitte nach außen vorarbeiten, weil eben die Haare hier an der Seite die empfindlichsten sind. Neues Profilbild. Okay. Ich mache das übrigens nur selber, weil ich eben auch meine Mom hab, da wo ich jederzeit mit Fragen und sowas zu ihr kommen kann und quasi mich das relativ sicher macht. Solltet ihr eure Haare blond färben wollen, bitte, bitte, bitte geht's zum Profi, weil der weiß genau, was ihr braucht für eure Haarstruktur und eure Farbe, die ihr später haben wollt und so. Also das nur ein ganz kleiner Disclaimer. Und weil ich es gerade sehe, wahnsinnig viele Leute fragen mich immer, ob ich Selbstbräuner benutze. Na, das tue ich nicht. Das ist tatsächlich nur Sonne und komplett natürlich und auch meine Sommersprossen. Weil das fragen auch viele. Die sind auch nicht fake, die sind auch natürlich. Okay, Partypieps, ich bin jetzt fertig. Der ganze Schädel ist eingefärbt und es prickelt schon. Das ist gut. Oh Gott. Und jetzt warte ich etwa so 40, 45 Minuten, bevor das Ganze dann runterkimmt. Und yes, that's it. So, das sind jetzt meine gewaschenen Haare und der Ansatz ist super hell geworden. Man sieht da ein bisschen Silber drin, das ist aber nach 2 Tagen meistens weg, also das ist nicht so tragisch. Und ich haue jetzt da tonnenweise von dieser Leave-In-Pflege rein, die finde ich echt ganz toll, die ist von Rossmann. Und das wird jetzt ins Haar gemanscht. So,
Ich muss ja sagen, meine Haare sind generell eigentlich sehr angenehm zum Anfassen, trotz dass ich sie so oft färbe. Aber wenn ich mal so ein Bad Hair Day habe, wo sie super spröde sind oder einfach grausig, dann haue ich das Ding rein, weil das ist eigentlich ganz geil. So, es ist jetzt Sonntag 14.19 Uhr, will heißen, in 11 Minuten geht das Video online, das passiert automatisch, also das ist eingestellt bei YouTube, dass das automatisch online geht, aber ich habe mir einfach auch gewohnt, dass ich da immer gleich in der Minute, wo es online geht, eine Story dazu mache auf Instagram, dass es eben online ist und so, also mit dem Thumbnail natürlich und so ein kleiner Vorschau-Dings und dann kommt natürlich noch ein Swipe-Up-Link dazu. Ja, dann lasse ich das meistens immer ein bisschen laufen und dann lese ich mir mal gleich mal den ersten Schub Kommentare durch. Oh, jetzt habe ich auch gehört. Und dann nach ein paar Stunden schaue ich mir natürlich auch die Analytics an, aber ich probiere mich davon nicht wirklich irre machen zu lassen, weil die Analytics sind zum Beispiel ziemlich hart zum Teil, also sie sagen dir wirklich so eiskalt, ja nee, das Video kommt shit an, im Gegensatz zu den anderen Videos lust es voll ab, also so, also YouTube sagte das quasi so, ich meine nicht in dem Wortlaut, aber so ähnlich, und das ist dann immer so, oh, ich habe so viel Arbeit in dieses Video gesteckt, was natürlich total bescheuert ist, ja quasi nur so ein Automatik-Computerprogramm, was quasi Zahlen zusammenrechnet und so, aber dementsprechend ließ ich mir dann immer so nach einer Stunde, zwei Stunden auch nochmal die Kommentare durch, um wirklich so den Vibe von den Menschen zu bekommen, also von euch. Also einfach so, hey, wie taugt es euch? Weil selbst wenn jetzt vielleicht die Zahlen jetzt so prickelnd sind, diejenigen, die es auch schauen, denen ist es ja gefallen, ja? Und das ist mir oft sehr, sehr viel wichtiger. So, jetzt mache ich das schnell fertig. Es ist halb, es ist online, ich habe meine Story, die ist jetzt fertig und der Link ist eingefügt und ich poste das jetzt. Posty, posty! And it's over. It's posted. Juhu! Es sind ganz coole Kommentare schon drin und dass es euch taugt und das ist super cool. Ich habe anscheinend irgendeinen Zahlendreher drin, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das ist, aber das werde ich mir später anschauen. Ich habe gerade keine Zeit, weil ich in 10 Minuten ein Zoom-Meeting habe. Oh ja, wir alle lieben Zoom-Meetings. Auf jeden Fall habe ich ein Zoom-Meeting, aber auf das freue ich mich tatsächlich, weil das ist von der Tanzschule, wo ich ja hin und wieder unterrichte. Und in der Sitzung wird quasi besprochen, unter welchen Umständen wir jetzt wieder öffnen können, also die Tanzschule. Und auf was wir alles achten müssen dann etc. Beziehungsweise ich kriege jetzt einmal Neuigkeiten, weil in Österreich gab es da einen leichten Struggle in den letzten Wochen wegen der Tanzschulen und Tanzstudios, was laut österreichischem Recht nicht dasselbe ist und die einen durften öffnen und die anderen nicht, aber das erkläre ich euch später. Hola! Man, es geht wahrscheinlich jeder Branche so, die irgendwie durch Covid-19 beschnitten worden ist, sag jetzt mal. Aber die letzten Wochen waren eine Achterbahn der Gefühle in der Theater- und Veranstaltungsbranche. Es ist so viel passiert in Österreich. Ich meine, überall, aber halt natürlich weiß ich über Österreich am meisten Bescheid. Und es war einfach so insane. Und dann auch noch diese Sache mit Tanzschulen, dass Tanzstudios quasi nicht öffnen durften, im Gegensatz zu Gesellschaftstanzschulen, weil sie quasi vom Gewerberecht aus gar nicht existieren. Und das war einfach gerade so mein einziger Strohhalm, den ich hatte, so, oh Gott, bitte lasst mich wieder trainieren, wenigstens, wenn ich schon nicht arbeiten darf. Und anhand meiner diversen Reaktionen hier merkt man, dass ich bin, glaube ich, alle Gefühle durchgegangen während diesem Zoom-Meeting, weil es war einfach wieder so viel Ungerechtigkeit und alles. Und oh mein Gott, ich sage euch, ich bin einfach am Ende nach all diesen letzten Wochen und den, oh Gott, und immer wieder Neuigkeiten und dann wieder doch nicht und ja, aber vielleicht doch, aber eventuell wieder später und wieder eine Pressekonferenz und oh man, oh Gott, ich habe keine Kraft für den Rant. Am liebsten würde ich jetzt mich wieder auskotzen, aber das mache ich jetzt nicht. Sondern ich drehe jetzt meine Videos weiter. Da hinten habe ich schon meine Dings aufgebaut, seht ihr das? Dummsi, wow. Und genau, für mein Capsule Wardrobe Video, da werde ich jetzt einen Teil drehen und ich werde für Instagram die Leinenhose, das Outfit Video drehen. That's the plan for today.
Okay, ich habe jetzt den einen Teil für die Capsule Wardrobe gefilmt, den ich unbedingt heute noch filmen wollte, solange Licht ist, weil ich habe keine Studiolichter, dementsprechend bin ich immer auf die Sonne angewiesen. Und jetzt drehe ich das Video für Instagram und es geht diesmal um diese Hose und ich habe mir jetzt schon mal rausgelegt, was ich dazu tragen werde. Einmal das, was ich jetzt schon habe, das ist so ein bisschen ein durchsichtiges T-Shirt, das ein bisschen länger ist, das wird das erste Outfit werden, das ist am Anfang ohne Gürtel. Dann habe ich vor, zu dem Outfit zu wechseln, einfach einen Pulli drüber ziehen, ein Haarband und genau. Und dann für das nächste Outfit wird dann ein Gürtel dazu angezogen und fürs übernächste Outfit wird dann quasi der Gürtel gewechselt. Und ich probiere immer so 5 bis 6 Outfits zu haben und ich lege mir eben auch die Reihenfolge so fest, damit ich die ganzen Übergänge mir ausdenken kann, weil das musst du ja davor schon wissen, weil sonst bringt die größten Editing-Skills nichts. Und das sind meine Schuhe, die ich dazu tragen werde. Und da werde ich auch, ich glaube, mit denen werde ich anfangen, dann werde ich auf die da übersteigen und am Ende dann die. Ja, something like this. Ich glaube, das könnte gut werden. Ich könnte das eventuell letzten nur ein Body anziehen. Ich glaube, das wäre ganz cool, als letztes ein Body zu machen, aber das scheint so durch. Ja, let's see, aber das ist so irgendwie so der Plan. So, das ist mein unglaublich professionelles Setup und schon geht's los. Und ich ziehe heute jedes einzelne Outfit natürlich an und so und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir die Übergänge währenddessen überlege und ich blende euch das eh immer ein bisschen so ein, wie das dann am Ende ausschaut und wie es währenddessen ausschaut und ich gehe immer deswegen darüber, weil da ist ein Spiegel und ich muss schon checken, ob ich einigermaßen vernünftig ausschaue. Und wenn ich dann so krassere Cuts habe, ebenso wie mit dem, dass der Pulli da runterfällt, das mache ich dann ein paar Mal, falls ich auf Versehen ein paar Zentimeter drüben war oder den Kopf in die falsche Richtung hatte oder sowas, dass ich da ein paar, also quasi ein paar Aufnahmen zur Auswahl habe, wie ich das am besten dann zusammenschneide. Und ich probiere das wirklich in einem One-Taker zu machen. Also die Kamera läuft die ganze Zeit und ich mache das relativ zackig. Und weil sonst wäre ich ja 5 Milliarden Stunden beschäftigt. Ich meine, es dauert jetzt schon so lange. Also von dem her mache ich alles relativ zackig und spontan und probiere mich da eben so. Also ich habe Urspaß dabei, eben mir das Ganze währenddessen auszudenken. So wie mit, zum Beispiel mit der Brille, die kommt dann. Also ich war nicht von Anfang an drin, sonst habe ich extra natürlich dafür eine da. Wunderbar. Da habe ich mir jetzt gemerkt, wie ich da gestanden bin. Jetzt ziehe ich mich um und werde dann genauso wieder in dieser Pose weitermachen, etc. etc. Diese kleinen Videos schneide ich übrigens direkt am Handy. Einfach mit den Schneideprogrammen, die auf Handy schon drauf sind, automatisch. Und ja, so läuft es bei mir. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Montag. Und schaut mal, was ich trage. Oh mein Gott. Ja, das ist ein Palettknoten. Und das bedeutet, ich kann halt das erste Mal wieder ins Training gehen nach 2,5 Monaten. Oh mein Gott. Und ich meine, ja, es ist jetzt tatsächlich möglich, ab heute zu trainieren. Wieder natürlich mit Hardcore-Auflagen und so. Und natürlich gibt es da noch keine Jobs, für die man trainieren könnte. Aber man kann zumindest trainieren, man kann sich bewegen, man kann mal wieder in einem Ballettsaal stehen mit einem Spiegel und einem gescheiten Boden. Und oh man, ich freue mich so. Ich war schon gestern Abend, war ich schon so, oh mein Gott, morgen ist es soweit. Oh man, ja, und ich muss jetzt eruieren, wie ich das alles mache, weil die Garderoben sollten halt nicht benutzt werden, soweit es geht heute. Und dementsprechend probiere ich gerade irgendein Outfit zusammenzustellen, wo ich meine Sachen drunter umziehen kann und dann im Ernstfall auch einfach irgendwo auf dem Gang mich schnell umziehen kann, ohne dass ich komplett naked bin, falls da jemand anders nur da ist oder so. Ich meine, meine Kollegen stört es mir eh nicht, aber ja, you never know. Und ja. Also von dem her werde ich das jetzt kurz zusammensuchen und dann gehe ich ins Morgentraining. Ich konnte nicht pfeifen. Schalalalala. Karlsplatz. Umsteigezug.
Venus to my heart. Hello. Hola. So, jetzt bin ich fertig und es war so anstrengend. Oh mein Gott, ich habe mich ja seit 2,5 Monaten, also ich meine, ich habe schon ein bisschen Stangentraining gemacht, aber ich habe nicht mehr getanzt und ich habe nicht mehr gedreht und ich habe nicht mehr gesprungen und es war echt unspannend. Halleluja, ich werde morgen nicht gehen, Kinder, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also ich kannte nur die ein Drittel von den Leuten, die da waren, aber es war einfach so ein kollektives Miteinander und das fand ich voll schön. Und dann so, wie wir erste Übung gemacht haben, wir standen alle an der Stange und die erste Übung ist meistens mit den Händen zur Stange, also du siehst quasi niemanden. Und das erste Ding ist da Tondue, also du schleifst quasi mit deinem Fuß am Boden entlang und alle machen es halt gleichzeitig, obviously. Und es war so ein kollektives Schleifen im Raum und das habe ich schon so lange gemacht. Also nicht nur meinen eigenen Fuß, sondern einfach alle zusammen. Das war voll schön. Und ich fühle mich wieder, als ob ich am Leben wäre. Oh mein Gott, meine Hüfte hat sich schon lange nicht mehr so angefühlt. Halleluja. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin super out of shape. Halleluja. Das wird ein Kampf zurück. Also bis ich meinen ersten Job wieder habe, dauert es ja noch Monate. Also von dem her bin ich ready to fight. Weil, ja, ich habe jetzt Zeit, ne? Und jetzt gehe ich heim und hole mir irgendwann Kaffee als Belohnung. Und ja, vielleicht hocke ich mich mal irgendwo hin oder so. In einem Café oder so. Und genieße die Sonnenstrahlen. Und übrigens, mein Outfit war super passend. Ich konnte super schön umziehen quasi. Ich meine, für die anderen wäre es mir ja nicht, aber du verstehst, dass das jetzt nicht in der Garderobe ist. Und es ist so ein riesiger Vorraum und es sind so riesige Fenster drin, wo quasi die ganze Nachbarschaft zuschaut. Weil anders geht es halt nicht für den Sicherheitsabstand. Und da war ich ganz froh, dass ich dann so meine Layering-Technik hatte. Meine Beine, Halleluja. Hello Party Peeps, es ist der nächste Tag. Und glaubt's mir, mein Körper ist ein einziger Muskelkater. Ich hab so weh. Ich guck mich kaum auf die Kloschüssel hoch. Meine Beine und alter mein Rücken. Ich hatte schon sehr lange nicht mehr so einen Muskelkater. Das ist voll übel, weil ich habe ja eigentlich ein bisschen trainiert und so, ne? So ist es ja nicht. Also ich war ja nicht komplett faul, aber es ist halt doch nochmal was komplett anderes. Eine gescheite Trainingsstunde. Ja, das ist halt doch nochmal was anderes wie ein bisschen Home-Training quasi und ein bisschen joggen gehen. Boah, ich sag's euch, vor allem wenn ich länger sitze, ich gehe einfach Covid auf. Ja, ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie die nächsten Wochen so weitergehen. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall mal für diesen. Es ist nicht wirklich ein Weekly Vlog gewesen, es war nicht einmal eine Week, aber ich verabschiede mich mal von diesem Alltagsvlog und wir sehen uns am Sonntag mit einem neuen Tutorial. Und ich bin da immer noch dabei, denn das Q&A vorzubereiten, das gibt's auch noch. Das kommt auch noch irgendwann bald. Und ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Und ja, ich bewege mich jetzt wieder zum Schreibtisch.